Ach, und auch für Caleb nochmal frohes Neues. Wobei, genau. Battlehawk, frohes Neues, erstmal so. Caleb, habe ich das bei dir im Stream geschrieben? Ne? Genau, habe ich auch. Alles gut. Nicht, dass ich einen vergesse, ein frohes neues Jahr zu wünschen. In der ersten Woche geht das ja noch. Ab der zweiten wird es seltsam. Das heißt, als nächstes brauchen wir eigentlich wieder eine Migrantenwelle. Das wäre eigentlich mit das Wichtigste. Mehr Zwerge. Und ich wollte jetzt einen Typen, den können wir noch mal ausfragen, ne? Weil es heißt ja, der wurde falsch ausgefragt. Wie auch immer das möglich ist. So in der Art so von wegen, ja, der war es zwar, aber er gibt es nicht zu oder sowas. So, haben wir jetzt irgendwo noch einen? Nein, 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 nein. Hier unten, das sind diese. Ja, ihr habt gesehen, dass das Objekt weg ist, aber keiner möchte Zeuge sein. Das ist der einzige Grund, warum ich mich doch noch mal über eine Karawane freuen würde. Einfach um die ganzen Artefakte zu verkaufen. So, machen wir hier jetzt noch ein paar Särge wieder hin. Hatten wir die Reihe schon? Nein. Ich mache das immer reihenweise, dann vergesse ich nicht zwischendurch nachher ein. Boah, ich weiß nicht, ich werde bestimmt noch 100 Särge setzen dürfen, bis überhaupt erstmal alle Leichen staut sind. Ah, das ist so ein Scheiß. Der Main hat auch keinen Bock. Wir brauchen mal eine Pause, ne? Ja, wir sind schon wieder. Ein Ambush. Oh nein, jetzt sind es wirklich die Elfen. Freunde der Natur, ich bin stolz auf euch. Hier sind übrigens ihre Wasserbüffelrekruten mit. Oder es sind nur Wasser. Warum sind. Die sind auch schon kaputt, die Wasserbüffeln. Warum kommt ihr mit verletzten Wasserbüffeln an? Jetzt stehen die da, auf den Leichenbergen. Es sind sehr langsame, verletzte Wasserbüffel. Boah. Könnt ihr nicht einfach wieder gehen? Guck mal, selbst die Katze hat keine Angst vor euch und kommt einmal schnuppern. Miau. Ja, doch nicht. Oh. Oh. Jetzt ist es schon hier vorne. Nee, warte mal. Da war doch gerade ein Elf. Oh, Leoparden. Wombat. Da sind die Kriegsleoparden. Hilf! Alarm! Alle rein! Kriegsleoparden im Angriff! Auf was stürmt ihr zu? Was wollt ihr angreifen? Den Troll? Oh, die arme Katze. Katze, lauf weg! Achso, nein! Die Katze hat gedacht, Leoparden sind einfach nur große Katzen und meine Freunde, aber es hat nicht geklappt. Tantrum. Noch ein Ambush, okay. Wir gucken uns den anderen Ambush an. Das sind jetzt die Kriegspferde, ne? Klar, vergiss nicht die Kriegspferde, sehr wichtig. Und du schmeißt ein Tantrum, so, in der Küche. Ach, das ist der depressive Koch, ne? Ist der depressive Koch jetzt gerade wichtiger als der Ambush? Oh Gott, Kriegselefanten und Elfen. Ja, warte. Moment. Power bleibt zu. Wir schließen einmal unser Gehege. Wir sollten den Gang einmal dicht machen. Und jetzt warten wir mal ab und gucken nochmal nach unserem Koch. So,
Der Tantrumkoch steht jetzt da. Die Katze ist tot. Ja, ich weiß. Die wurde von einem Leoparden gerissen. So, unser B-Trupp guckt jetzt erstmal nach dem Tantrum-Typen hier. So, beweg dich mal dahin und guck dir den Tantrum-Typen an. Ja. Ich weiß, da kommt jetzt immer mehr. Aktuelle Angreiferzahl liegt noch bei unter 50. Ist also irrelevant. Alles bis 50 schaffen unsere Fallen. So, geht mal gucken, ob der Tantrum-Typ dir irgendwas kaputt machen möchte. Falls er euch kaputt machen möchte. Nein. Also er stellt sich zumindest erstmal in die Küche rein. Aber der haut er ein? Nein, tut er nicht. Noch eine Katze ist tot. Ja, okay, auch wieder da draußen. Alles gut. So. Wo seid ihr denn jetzt hin? Da sind die Elfen und Pferde. Zumindest ein paar davon. Noch mehr Elfen, noch mehr Pferde. Kriegsleopard. Greift ihr jetzt die Wasserbüffel an? Was ist euer Auftrag? Wo wollt ihr hin? Die laufen überall rum. Die haben keine Ahnung, was sie wollen. Hä? Nee, die hauen schon wieder ab. Seid ihr nur auf der Durchreise? Das kann ja sein, aber... Finde ich gut. Wenn die nur auf der Durchreise sind, damit komme ich klar. Was macht unser Tantrum-Typ? Gut, während die da auf der Durchreise sind, die Brücken und so sind ja alles oben, ist alles gut. Können wir nochmal gucken, was unserer... Was ist dein Auftrag hier? Hast du dich beruhigt vielleicht? Das wäre ja super. Ja, der Stress ist dir zu viel gewesen. Das wissen wir langsam. Bewegt das Militär sich hier schon mal wieder in die große Halle. Ne? Nur für den Fall, dass der Koch da durchdrehen möchte. Der Koch geht anscheinend nach oben. Oh. Aber du gehst jetzt nicht in die Taverne und machst da den Berserker, oder? Weil das endet dann wieder tödlich für alle. Da sind doch viel zu viele Totenbeschwörer drin. Bleib da raus. Und der Koch hat einen Becher in der Hand, ne? Vielleicht will er sich auch einfach nur einen Wein holen und ist dann wieder ruhig. Ja. Optimismus. Also es kam ja auch kein, dass er Berserker ist, ne? Also kann alles gut gehen. Ne? Ihr geht's gut? Die schmeißt gar nicht. Nein, die dreht nicht durch. Die säuft sich jetzt ein. Der rote Pfeil, ne, ist doch noch da. Mist. Wollte gerade optimistisch sein. Hast du dich beruhigt? Kommt eigentlich auch eine Nachricht, wenn er sich beruhigt hat? Steht jetzt gar nicht mehr drinnen, ne? Dem Tantrum. Doch da. Aber der richtige Zwerg, ne? Das war der Koch, der hier saß. Genau, dann ist das der auch. So, okay, er hat jetzt seinen Wein getrunken und jetzt? Steht er da und quatscht? Oder prügelt er sich? Ne, prügeln würde ich sehen. Wo ist das denn? Wo ist ein Forgotten Beast? Das Forgotten... Achso, unten im Keller. Okay, alles gut. Da könnt ihr kämpfen, wie ihr wollt. Die Elfen sind auch wieder weg. Ich bin total verwirrt, was hier los ist. Also es kämpft zumindest keiner. Der Ambush ist anscheinend schon wieder vorbei. Der Tantrum schmeißende Koch. Keine Ahnung. Kommt jetzt aus der Taverne und denkt sich, okay, mehr wollte ich gar nicht.
Guck, Report Crime. Du warst das doch selber. Was auch immer du reporten möchtest, du warst das doch selber. Ja, das war bestimmt genau das. Du hast gesehen, wie was geklaut wurde. Ja, klar. So, okay. Es wurde wieder was geklaut. Wir kennen es ja. Wir können hier unten nochmal gucken. Da hat keiner was mitgekriegt. Und nee, nicht Ari, oder? Oh. Genau. Gerade noch drüber gesprochen, wie gut es Ari geht und gleich wird sie totgeschlagen. Ja, Mensch. Läuft hier wieder. Läuft super. Achso, Moment mal. Jetzt müssten wir ja eigentlich, wieder, da der Ambush und so weiter vorbei ist, können wir das Gehege wieder aufmachen. Wir können die Brücken im Gang wieder aufmachen. Wenn die Brücke im Gang wieder unten ist, können wir den Alarm auflösen. Ich weiß noch nicht, was aus dem Wasserbüffel jetzt geworden ist. Wahrscheinlich sind die wieder gegangen. Aber warten wir kurz auf die Brücke. Auf die Brücken, so. Genau so, MA, dann Alarm wieder auflösen. Ihr könnt wieder raus, ist schon alles vorbei. Also, wenn die Angriffe in der Art und Weise weiterlaufen, dann bin ich optimistisch, dass wir das schaffen. Trotz unserer Personalknappheit. Kalen, was macht denn deine Festung? Na, auch wenn deine nicht so schön ordentlich und pseudosymmetrisch ist wie meine, also ja, pseudo. Aber Hauptsache schön eckig. Oh, nächste Reihe. Habe ich nicht mal genug. Wieder alles Mögliche. Ne? Ach, jetzt fängt er bestimmt draußen an, wieder Knochen einzusetzen. Nee, könnt ihr ja nicht. Ich habe ja gesagt, ihr sollt Knochen in Ruhe lassen. Ich hoffe, das macht ihr dann auch. Aber die Idee mit dem Blutsee, das wird noch ein paar Jahre dauern, glaube ich. Genauso wie das mit diesen Untoten hier vorne, der irritiert mich auch gerade. Aber der ist ja weiß. Weiße Untote sind gute Untote. So, Magma hier unten füllt sich wieder. Guck mal, jetzt sind es nicht mehr diese Flächen mit dem Kupfer, jetzt sind das Beutel geworden. Das heißt, das Kupfer ist jetzt weg. Iron Helm. Also auch diese Nein. Doch. Auch diese, nennen wir es mal, Metallflüssigkeiten, wie auch immer, also diese Schichten aus Silber und Kupfer, die wir hier vorher hatten, sind weg. Das heißt also grundsätzlich, alle Flüssigkeiten, die unter einem gewissen Pegel liegen, egal um was es sich handelt, ob Wasser, Magma oder auch Metall, verdunstet oder versickert. Es ist halt die Frage, wie das Spiel, als ob das ja ein Steinboden ist, kann ich mir versickern schwer vorstellen. Aber verdunsten halt noch schwerer. Also geh, ja, ihr, was für eine Leiche ist das jetzt? Ah, die muss, ne? Können doch mal gucken. 49, ist keine neue Leiche, die sie da gerade weggeschleppt haben. Ist bestimmt noch eine für einen Sarg da unten. Also scheinen grundsätzlich alle Flüssigkeiten, egal aus was für einem Grundstoff diese Flüssigkeit besteht, zu verdunsten, wenn oder zu versickern, wenn nicht eine Mindesthöhe erreicht wurde. Und die wird nicht 1 sein, die wird auch nicht 2 sein, wobei kann auch 2 sein. Reicht es schon, ich würde sagen, ob 3. Keine Ahnung, kann man bestimmt irgendwo nachgucken. Dafür gibt es ja das Dwarf Fortress Wiki, das mache ich jetzt aber nicht parallel. Das ist halt so. Also 4 wird es nicht sein, weil sonst würde die Magma-Schmelze halt nicht funktionieren.
Also muss es da drunter liegen. Ich tippe auf, dass es ab 3 bleibt, ist meine Vermutung. Namens Stickfoot X3000. Frohes Neues und schön, dass du da bist. Es ist schön, wenn Leute vorbeikommen, um mir beim Verzweifeln zuzugucken. Ist der Koch jetzt eigentlich beruhigt? Steht hier nicht, ne? Aber sollte. Wir sollten die Gänse oder Enten oder was auch immer wir hier oben... müssten wir auch mal schlachten, glaube ich. Fettlinger? Fettlinger sagt mir gerade nichts als Name. Ist da Fettlinger? Sorry, wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch. So, was passt? Der Raum, ist unser Miner wieder verletzt, dass er keinen Bock hat? Das heißt jetzt, nee, Obsidian, glaube ich, heißt das, was im Lazy Loop Pack standardmäßig damit bei ist. Irgendwie jedes Mal, wenn ich das neu installiere, nur nehme ich ein anderes. Ich kann es mir nie merken, welches das ist. Bin mir aber sicher, ich habe beim letzten Mal, wo es mal nachgefragt hat, nachgeguckt, das war Obsidian. Bin ich mir fast sicher. Huch. Ja, Obsidian. Das 16-fach hier. Genau, so. Wo ich doch Mist erzähle. So, hat die Frau das jetzt, also unser Toten, dieses böse Ding da, hat sie das endlich zugegeben? Ist es jetzt weg? Jetzt ist sie wieder weg. Ist der Totenbeschwörer wieder weggelaufen? Ja, ist aber auch ein schönes Teilset. Also ich zumindest habe mich in den letzten über 100 Stunden, die ich jetzt in dieser Festung bin, auf alle Fälle sehr gut dran gewöhnt. Also, wobei ich sage, mir ist es halt egal, solange ich nicht mit dem ASCII spielen muss, ist alles gut.